Ganz schöne guten Morgen, die Damen und die Herren, zu einer Pressekonferenz, wo wir einen Rapport von der OECD präsentieren über die freihandelsbetreuung Betreuung an Erziehung. Ihr wisst, dass das der wichtigste Pilier von unserer Politik ist. Also, ich erinnere mich an einen Rapport, der muss ungefähr 15 Jahre hier sein, auch von der OECD, hat geheißen Starting Strong Early Childhood and Care. Den für dich die Kehr eigentlich ganz klar der Fokus auch auf die Freikantheit und auf Bildungseinrichtungen an der freier Kantheit gerichtet hat. Und ich muss sagen, dass der Rapport mich doch einfach stark inspiriert hat. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens, weil er ganz stark wie DAX, wenn es um Bildungsfragen geht, auch von der OECD kennt, wirklich den wissensbasierten Approach gestrichen hat. Und das sicherlich auch im Kleinkantbereich wichtig ist, dass man faktenbasiert vorgehen, dass man gucken, da nebenbei zu kriegen, auch wirklich daraus heraus können zu lesen, ja, was bringt der Kanal etwas, weil wenn man die Donne nicht tun, wenn man die Daten nicht beinehmen, drohen an die wissenschaftliche Basis für uns Arbeit, auch für uns politische Decisionen nicht tun, dann decidieren wir einfach ein Stück weit aus dem Bauch heraus und verlassen uns nicht mehr auf Gefühl, vielleicht auf die einzelnen Erfahrungen, auf Traditionen, aber wir haben gemerkt, dass wir daran aber ganz tags dann auch falsch leihen. Den Rapport an Kollaboration mit der OECD, den wir haben, ist eigentlich auch der Beleg dafür, dass das wichtig ist, also an der alltäglichen Politik und an der Entwicklung von den Strukturen, auf jeden Fall im Kleinkant Bereich, da eben die wissenschaftliche Approche und aber auch externe von außen können beizulassen, denen Not zu lauschen, den Blick von außen, also ganz DAX wichtig. Wenn wir aber schon eine ganze Reihe von Jahren ganz vieles aufgebaut haben, und das sicherlich von Zeit zu Zeit auch immer nicht von außen kritisch soll können, analysiert geben. Den zweiten Punkt, den mich aber bei dem Rapport von 15 Jahren schon inspiriert hat, das ist wirklich der Wert von der freikantlichen Bildung, von der freikantlichen Förderung, die ganz klar in der Strache gehen. Also, dass man eigentlich klar gehen, an der Tisch haut grundlegend nach immer nicht geändert, dass man als mehr Gedanken das machen, was um Lehrplan am Lycée steht, was auf der Premiere vermittelt muss gehen, dann wird ein Examen ausgesetzt oder dann noch auf der Universität geschieht. Und das steht einfach noch immer am ganz krassen Widerspruch zu ganz vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die immer nicht betonen, dass das die 4 Lebensjahre sind, die eigentlich die wichtigsten sind. Und prädominant sind für die Entwicklung vom Kant. Gerade wenn wir über soziale Chancengerechtigkeit wollen schwätzen, gerade wenn wir auch von Kanada mit Migrationshintergrund denen Chancen wollen gehen, an als Gesellschaft gut können ranzuwürsen und auch hinfähre Bildungschancen zu gehen, dann geht es darum, dass man die Investitionen an eine hochqualitativ Freiförderung weiter hochhalten, weiter entwickeln, jederzeit zugänglich machen. Und das tut das. Die letzten Jahre hier zu Lützburg ganz besonders um Herz gelegen, weil Freiförderung als ein von den Pilien von unserer Bildungspolitik ging, spätestens zanter der Kreation vom Minister für Bildung, für Kinder und für Jugend, wo man die formelle Bildung und die nonformelle Bildung integriert hat, an einem einzigen Minister, wissen wir, dass man die zwei Aspekte, die formellen und die nonformellen, gleichberechtigt eigentlich nicht nehmen. Stehen haben, dass man vor allem ganz stark auch da an die freikantliche Betreuung, an Förderung investiert haben. Mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit eben für alle Kanten können zu garantieren. Mit dem Ziel, die familiären Aspekte mehr stärker können auszublenden. Mit dem Ziel, die sozialen Aspekte mehr stärker können auszublenden. Mit dem Ziel, den Migrationshintergrund und auch die sprachlichen Aspekte, die zu Lützburg ja gerade so wichtig sind, mehr stärker können auszublenden. Gleich noch zwei Worte über wichtige Initiativen an Meilensteine, die wir eigentlich in den letzten Jahren geholt haben. Dazu zählt sicherlich 2016 das Qualitätsgesetz, das wir geholt haben, das ein ganz neues Kader definiert hat, wie Qualität an der gesamten nonformalen Bildung, nicht nur im Kleinkindbereich, sondern auch an den anderen Alterskategorien soll assuriert gehen. Dazu gehört der Bildungsrahmenplan von der nonformalen Bildung, den ein Kader gesetzt hat für den ganzen Sektor, zu entwickeln und haut eine Reihe von Jahren und noch ist immer ganz klar, dass der Sektor sich entwickelt wird, auch in Funktion von dem Bildungsrahmenplan, wo man auch Kontroll- und Sanktionsmechanismen auch festgehalten haben für die Akteure, die nicht mal auf den Dotteweg wollten gehen. Und ich bin froh,
dat de Gesetzesproje an dem Sinn en Suse wär, dat wir quasi all Akteur zech mat op de Wee vun enger qualitativer Entwicklung vun dem ganzen Sektor gemerk huet. An 2017 wär ze schëllech eng en zweete Meilen steen mat der fréquentlecher Sprocheförderung, die verallgemengert ginn ass, die obligatorisch ginn ass fir all Krächen hai am Land, fir och schon a fréem Alter de Kannermélechkeet ze ginn, opzuwürsen an einem mehrsprachigen Kontext zwischen die Insel Landessprachen und Schulsprachen aber auch rund zu herrschen und damit eigentlich auch nach einer besseren Präparation auf ihre späteren Schulweg zu kriegen, den wenn sie nicht von so einer Offerte profitieren, dann dass dann aber daheim sind an den Jahren eigentlich nicht mit den Sprachen in Kontakt kommen und das ja aber ganz dags eng von den größten Hürden noch an der Schulkarriere als kombiniert damit generell eben mit einer kohärenten Approche wird den Umgang von der Spruch, Benutzung von der Spruch, auch bei der freikantlichen Betreuung aus, auch mit einem Gratiszugang bis zu 20 Stunden an der Woche wird aber eigentlich auch noch geweist, wie wichtig ist heute zu Lützeburg die nonformelle Bildung, genau wie wichtig ist heute Freiförderung, genau wenn man gesagt hat, dass du als wichtig für alle kannst, also wie Schule wichtig für alle kannst, dass an dafür gratis ist, muss auch die Freiförderung doch gratis sind bis gewissen Maß. Was der Bericht der OECD anbelangt, da begrüße ich sehr herzlich den Direktor der Abteilung für Bildung und Kompetenzen der OECD, Andreas Schleicher. Herr Schleicher braucht man sicherlich nicht vorzustellen, auch hier in Luxemburg nicht vorzustellen. Er ist ein regelmäßiger Gast, natürlich auch noch besser bekannt als Mr. Pisa, aber das zeigt auch nochmal, dass die OECD natürlich auch, wenn es um Bildungsfragen geht, sehr breiter aufgestellt ist als nur jetzt die Bildungsstudien PISA und den Vergleich der einzelnen Bildungssysteme und dass die OECD eben auch mit dem Bericht, den ich vorhin schon zitiert habe, seit langem, seit Jahren schon auch immer wieder darauf verweist, dass gerade die frühkindliche Bildung und Betreuung sehr, sehr wichtig ist. Dieser Bericht wurde in Auftrag gegeben von unserem Ministerium und ich denke, er kommt auch gerade zur richtigen Zeit. Er kommt zur richtigen Zeit, weil wir jetzt ein paar Jahre nach diesen großen Meilensteinen von Reformen, was die Qualitätssicherung anbelangt, die sprachliche Frühförderung anbelangt, jetzt auch nochmal an dem Punkt angelangt sind, wo wir natürlich nochmal kritisch auch mit dieser Entwicklung in diese Entwicklung ansehen sollen, aber auch die weitere Entwicklung in Angriff nehmen sollen. Da gibt es auch schon einige Vorstellungen und dieser Bericht wird uns sicherlich auch nochmal dahin leiten, dass wir auch anhand dieses Blickes von außen eben auch kritisch mit der Entwicklung umgehen können, aber auch sehr konstruktiv dann die Weiterentwicklung der Qualitätsentwicklung und die weiteren Schritte dann auch angehen können. Ich muss sagen, auch in meiner Eigenschaft als Hochschul- und Forschungsminister kenne ich die Herangehensweise, die Arbeitsweise der OECD und wir hatten zahlreiche auch Berichte, was den Forschungsbereich in Luxemburg anbelangt, was den Hochschulbereich in Luxemburg anbelangt. Die haben immer wieder auch wirklich qualitative Impulse gegeben für die Entwicklung eines ganzen Bereiches. Also das ist genau das, was wir uns natürlich auch hier für diesen Bericht hier, wo es um die frühkindliche Förderung und Bildung geht, erwarten. Herr Schleicher, Sie haben das Wort. Herr Minister Meich, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch wirklich meinen Glückwunsch für das, was im frühkindlichen Bereich in Luxemburg in Gang gekommen ist. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen in den letzten Jahren, wie sich dieser Bereich dynamisch entwickelt hat. Man kann ganz klar sagen, das ist ganz sicher in Luxemburg der sich am schnellsten und am dynamischsten entwickelsten Bereich des Bildungssystems. Es ist auch absolut wichtig, Kinder, die aus günstigem sozialen Umfeld kommen, denen stehen immer alle Türen offen, aber für Kinder, die es schwer haben, sozial gesehen, ist die frühkindliche Bildung wirklich die einzige Chance im Leben. Wer dieses Boot verpasst, für den werden im Grunde die Herausforderungen immer nur größer. Also man muss einfach sagen, Bildungschancen im weiteren Leben verstärken soziale Ungerechtigkeit tendenziell, moderieren sie nicht. Man muss auch sagen, dass der frühkindliche Bereich wirklich die Bildung des 21. Jahrhunderts ist. Und ich sage das, weil viele der Kompetenzen, die wir hier entwickeln können, gerade im sozialen, emotionalen Bereich, Kreativität, Empathie, Vertrauen, im späteren Leben sind das Persönlichkeitsmerkmale. In den ersten Lebensjahren sind das Kompetenzen, die wir entwickeln können, wie später Mathematik und Naturwissenschaften. Und die halt im
späteren Leben, gerade auch im Beruf, heute wirklich die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts ist. Deswegen auch der Übergang, wie wir den in Luxemburg sehen, von Betreuung zu Bildung, von Zugang zu Qualität, absolut unabdingbar. An der OECD befassen wir uns mit diesen Fragen seit jetzt über 20 Jahren. Sie haben unsere Studie genannt, Starting Strong, die Entwicklung verfolgt und die auch immer mehr im Grunde drauf schaut, was passiert in den Einrichtungen, was heißt Qualität, Prozessqualität nennen wir jetzt, das ist die Qualität der Interaktion zwischen Personal und Kindern, letztendlich ist es das, was Qualität beeinflusst. Unsere Studie hier konzentriert sich im Wesentlichen auf den nicht formalen Bildungssektor, also das ist der Sektor hier in Luxemburg für Kinder, die jünger als 4 Jahre sind oder Kinder, die halt in der Schule außerschulisch noch betreut werden. Das ist der am schnellsten wachsende Bereich und auch der Bereich, wo wirklich die meisten Maßnahmen notwendig sind aus unserem Bereich. Hier sehen wir noch einmal, dass Lese- und Schreibfähigkeiten, aber auch die Fähigkeit von kleinen Kindern mit ihren Emotionen umzugehen, sehr starke Prädiktoren für Erfolg im weiteren Leben sind. Und zwar nicht nur beim Übergang in die Schule. Je mehr Pluszeichen Sie sehen, umso stärker der Zusammenhang zwischen späterem Erfolg. Wir haben aus den USA auch Längsschnittsdaten und da können wir die Auswirkungen von Programmen für benachteiligte Kinder sehen. Und der Unterschied im Einkommen im Erwachsenenalter zwischen denjenigen, die an einem solcher Programme teilgenommen haben und denen das nicht der Fall ist, dass der Einkommensvorteil beträgt 25%. Was ich überlegt, die Investition vom 1 Euro in die frühkindliche Bildung hat hier wirklich enorme Erträge, die finden Sie heute nirgendwo im Kapitalmarkt. Was auch entscheidend ist, der Einfluss ist im späteren Erwachsenenalter sogar noch größer als beim Eintritt in die Schule. Also es geht bei frühkindlicher Bildung wirklich nicht nur darum, Kindern im Grunde einen reibungslosen Übergang in die Schule zu ermöglichen, sondern die Grundlagen, die Grundkompetenzen für das spätere Leben zu setzen. Darum geht es. Unsere Publikation noch einmal Starting Strong analysiert, wie Bildungsqualität die Qualität der Interaktion, der Prozessqualität wirklich auch unterstützen kann. Für Luxemburg noch einmal liegt die Priorität gegenwärtig auf dem nicht formalen Sektor, während der formale Bildungssektor ja hier schulbasiert ist, hauptsächlich in öffentlicher Hand, findet die nicht formale Bildung in einer Vielzahl von Einrichtungen statt, ist ein sehr heterogener Bereich. Wir sehen auch große Unterschiede zwischen vertraglich gebundenen Einrichtungen, da sind also die Einrichtungen, die da von den Gemeinden getragen werden, und in Einrichtungen, die dann in privater Trägerschaft sind, nicht vertraglich gebunden. Oft gewinnorientierte Anbieter, und ich glaube, da liegen die entscheidenden Herausforderungen. Jüngste und auch die laufenden Reformen, die Sie gerade angesprochen haben, zielen darauf ab, die Qualität der verschiedenen Arten von nicht formaler frühkindlicher Bildung zu verbessern und auch den Zugang zu erleichtern, diese beiden Bereiche zu integrieren. Das also zum Kontext, die Finanzierung des Systems der frühkindlichen Bildung steht hier nicht im Mittelpunkt, ist glaube ich in Luxemburg auch nicht so die entscheidende Herausforderung, aber es ist immer ein wichtiger Kontext. Wir sehen hier, Luxemburg investiert seit vielen Jahren in ganz erheblichen Umfang in die frühkindliche Bildung. Das ist hier klar zu sehen im Umfang der öffentlichen Ausgaben. Betrachtet man die Ausgaben pro Kind hier für das optionale Jahr im Kinder im Alter von 3 Jahren, so liegt Luxemburg deutlich an der Spitze. Natürlich muss man natürlich sehen, die Gehälter sind auch entsprechend höher. Also wenn man das einbezieht, sieht das nicht ganz so gut aus. Aber ich glaube, man kann sagen, Luxemburg steht wirklich an der internationalen Spitze, wenn es um den Einsatz von Ressourcen für die ersten Lebensjahre geht. Hier in der Grafik sehen Sie die Nettokosten einer Vollzeitbetreuung in einer typischen Kindertagesstätte für Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren. Und man sieht auch hier die Kosten für die Eltern, die in vielen anderen Ländern eine wirkliche Barriere darstellen. Gerade für Eltern aus ungünstigen sozialen Kontext, das ist in Luxemburg nicht der Fall. Luxemburg hat eine gute Mischung aus universellen und auch gezielten Finanzierungsinstrumenten für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das ist eine echte Stärke des Bildungssystems hier. Also die Kosten für Familien sind fast zu vernachlässigen. Seit 2017, Sie haben das auch schon angesprochen, haben Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren ja auch jetzt Anspruch auf 20 Stunden
kostenlose frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten, auch um die Mehrsprachigkeit zu fördern. Das ist ja für Luxemburg eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann kommen dazu subventionierte Stunden, die dann immer auf das Einkommen und auch die Umstände der Familien zugeschnitten sind. Auch das sind in unseren Augen sehr gute Finanzierungsinstrumente. Wenn man das luxemburgische System der frühkindlichen Bildung nochmal in Vergleichen betrachten, hat man hier mehrere Stärken. Zunächst einmal auf das Kind ausgerichtete obligatorische Rahmenlehrpläne, deren Bedeutung man nicht unterschätzen soll. Sie haben das auch schon angesprochen. Das ist wirklich die Basis, dass man im Grunde erfassen kann, worum geht es hier? Was wollen wir dort erreichen? Es ist natürlich einfach, Rahmenlehrpläne zu schreiben, ist nicht immer einfach, das dann auch vor Ort umzusetzen. Ich glaube, darum geht es bei Prozessqualität. Und diese Rahmenlehrpläne gibt es in Luxemburg eben sowohl für den formalen als für den nicht formalen Bereich. Das mag für Sie selbstverständlich sein, im internationalen Kontext ist es absolut nicht. Oft ist der nicht formale Bereich ganz auf sich allein gestellt. Ich glaube, diese Integration über die Sicherungssysteme, Rahmenlehrpläne ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um Qualität anzugleichen. Also noch einmal, der nicht formale Rahmenlehrplan ist auch insofern einzigartig im internationalen Vergleich, als er für Kinder von 0 Jahren bis ins Jugendalter gilt. Das ist in unseren Augen sehr wichtig, weil es dadurch wirklich zu fortlaufenden Unterstützungsprozessen kommt. Wir sehen in vielen Ländern noch immer Brüche zwischen der frühkindlichen Bildung und der Schulbildung. Und ich glaube, dass man hier fließende Übergänge schafft, ist gerade für Kinder aus sozial ungünstigem Umfeld absolut wichtig. Eine weitere Stärke ist die Reform des Systems der beruflichen Weiterbildung im nicht formalen Sektor. Ist noch schwer zu bewerten, weil es eine jüngste Entwicklung ist, aber ich glaube, das Ziel, wirklich die Professionalisierung zu verbessern, ist hier ganz, ganz wichtig. Keine Bildungsinstitution kann besser sein als die Fachkräfte. Das ist im Grunde die Bottomline hier. Luxemburg verfügt auch über umfangreiche Qualitätssicherungs- und Inspektionssysteme, die den gesamten Bereich der frühkindlichen Bildung abdecken. Und das ist einschließlich der vertraglich nicht gebundenen Anbieter. Also das ist auch sehr gut. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun bei der Umsetzung dieser Systeme. Vielleicht kann man auch Ressourcen noch gezielter fokussieren auf die Einrichtungen mit den höchsten Risiken. Im Moment werden im Grunde alle Einrichtungen berücksichtigt. Das ist ein sehr großer Umfang, aber vielleicht ist das in der Zukunft wichtiger, weniger Einrichtungen in größerer Tiefe systematischer zu betrachten bei den Qualitätssicherungsmaßnahmen. Wir nennen das einen risikofokussierten Ansatz. Luxemburg hat in den letzten 10 Jahren auch große Anstrengungen unternommen, um das Personal in der frühkindlichen Bildung zu professionalisieren. Aber man sieht hier, dass die Anforderungen an die Erstausbildung des Personals immer noch deutlich unter denen der Vergleichsländer liegen. Also da ist noch viel zu tun. Wir haben hier keine Vergleichsdaten aus der Thales Starting Strong-Studie. Das ist die OECD-Studie zum Personal in der frühkindlichen Bildung. Aber wenn Sie mal sehen, hier Deutschland oder Norwegen, da haben 70-80% des Personals, das mit Kindern unter 3 Jahren arbeitet, mindestens einen ISGET-4-Abschluss, also das ist eine erste berufliche Ausbildung. Wir haben 50-70%, die mindestens einen Bachelor-Abschluss haben, also auf ISGET-Ebene 6. In Luxemburg gilt, dass nur 60% des Personals über einen ISGET-3-Abschluss im sozialen und pädagogischen Bereich verfügen müssen. Bis zu 30% haben hier oder können hier niedrigere Qualifikationen oder auch andere Qualifikationen haben. Und dann bis zu 10% ohne relevante Qualifikation. Also da muss man sagen, dass der Bildungsstand in der Erstausbildung noch deutlich unter dem, was wir in den, sagen wir mal, Spitzenstaaten sehen. Im formalen Sektor geht das nicht. Da kann man klar sagen, da sind die Anforderungen in Luxemburg deutlich strenger. In jedem Klassenzimmer brauchen Sie eine Lehrkraft mit einer Qualifikation mit Bachelorabschluss. Das ist etwa auch das, was wir sehen in anderen Einrichtung. Also es geht wirklich, die Herausforderung liegt hier im Wesentlichen im nicht formalen Bildungssektor, wo das Qualifikationsniveau noch deutlich angehoben werden kann. Das gilt für die Erstausbildung.
wir sehen, dass die Erstausbildung, die eine praktische Komponente beinhaltet, auch wichtig ist, ne, dass die Praxiserfahrung wirklich früh in die Erstausbildung integriert wird. Das sehen wir eigentlich überall, je mehr praktische Erfahrungen gesammelt werden können. Denn vieles lässt sich theoretisch in Universitäten schlecht unterrichten, gerade der Umgang mit Kindern aus sozial benachteiligten Schichten. Ne, das erlernt man durch Erfahrung mit qualifizierten Personen. Man kann sagen, der Vorteil in Luxemburg ist, dass die Erstausbildungsprogramme für Fachkräfte sehr breit angelegt sind, ne? Also nicht so spezifisch auf die frühkindliche Bildung, aber in unseren Augen macht das den Praxisanteil eher noch wichtiger, weil wenn man eine breite Ausbildung bietet, ist dann auch im Grunde der Umgang vor Ort ganz wichtig, ne? Eine Praktikumskomponente ist zwar auch in Luxemburg erforderlich, aber soweit wir das verstehen, nicht unbedingt in einer Kindertagesstätte, ne? Und da kann man vielleicht auch noch mal dran arbeiten, dass wirklich praktische Erfahrungen in der Erstausbildung gesammelt werden. Personalfluktuation, ne, ist in vielen Ländern eine große Herausforderung. Ich habe auch hier wieder keine direkten Vergleichsdaten, weil wir Luxemburg noch nicht bei der Thales Starting Strong Studie dabei haben. Aber wir sehen zum Beispiel hier, wenn man mal Länder anschaut, wo denen das schwerfällt, Island, Japan, Korea, ne, jede fünfte Mitarbeiterin in den Betreuungseinrichtungen hat die Einrichtung im vorhergehenden Jahr verlassen. In Israel sind das fast ein Drittel. Ne? Und man muss sagen, auch in Luxemburg, was wir in den Studien hier gesehen haben, dass das auch in Luxemburg eine große Herausforderung bleibt, ne? Personal zu gewinnen, aber eben dann auch gutes Personal zu halten. Ne? Es gibt derzeit noch keine zentralisierten nationalen Daten dazu, die wir international vergleichen könnten. Ich glaube, das wäre in Zukunft auch ganz, ganz wichtig. Im nicht formalen Sektor unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen je nach Status des Anbieters. Auch das ist, glaube ich, ein Bereich, wo man noch dran arbeiten kann. Na, nicht vertraglich gebundene Einrichtungen stellen die Mehrheit der Einrichtungen für sehr viele kleine Kinder dar und haben oft deswegen auch Schwierigkeiten, luxemburgisches Personal zu finden. Das, denke ich, spiegelt dann oft, und das ist nicht nur das Gehalt, also ich glaube, das Gehalt ist vielleicht sogar noch der weniger wichtige Bereich, das sind oft die anderen Arbeitsbedingungen. Ja, und die Erstausbildung ist begrenzt, das haben wir an den Daten schon gesehen, das macht die berufliche Weiterbildung dann umso wichtiger, ne? Auch die Tatsache, dass viele Fachkräfte in Luxemburg in den Nachbarstaaten ausgebildet werden, macht die kontinuierliche Weiterbildung dann eben umso wichtiger. Nur so kann man dann sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die Ziele der nicht formalen Bildung verstehen und auch mit dem Rahmenlehrplan wirklich gut vertraut sind. Na, noch einmal, der Rahmenlehrplan ist der große Standortvorteil von Luxemburg, ne? Aber wenn man Fachkräfte hat, die mit diesem nicht wirklich sehr vertraut sind, dann nützt das alleine nichts. Ne? Die für 2022 vorgesehene Reform der beruflichen Weiterbildung, Sie haben das schon angesprochen, für den nicht formalen Sektor, ist in unseren Augen auch ein ganz wichtiger Schritt, um sicherzustellen, wirklich das Personal Zugang und auch zu guter Weiterbildung hat und das dann auch letztendlich nutzt. In Luxemburg gibt es auch noch spezifische Anforderungen für die berufliche Entwicklung und das gilt sowohl für die formale, auch die nicht formale frühkindliche Bildung und auch einschließlich der häuslichen Einrichtungen. Und auch der Letzteres ist ganz, ganz wichtig. Das kann man auch nicht in allen Ländern voraussetzen, ist aber für uns wirklich wichtig. Wenn man wirklich den Übergang schaffen will von Betreuung zu Bildung, dann muss man genau da ansetzen. Ne? Für Betreuung kann man sagen, die häuslichen Einrichtungen leisten das sicherlich sehr gut. Aber wenn man den Bildungsauftrag anschaut, da sieht es dann halt anders aus. Ne? Zu den Reformen des Systems gehört hier die Weiterbildungskommission, die Qualitätsstandards für die berufliche Weiterbildung im nicht formalen Sektor auch dann festlegt. Und was wichtig wird, ist hier klare Mechanismen zu haben, um die Einhaltung dieser Standards dann auch zu gewährleisten. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Also ich glaube, die Standards sind immer wichtig, aber letztendlich ist deren Wert dann zu messen, wie sie dann umgesetzt werden. Auch die Bewertung des Bedarfs an beruflicher Entwicklung des Personals, so wie wir sie in Luxemburg sehen, ist nicht in allen Ländern
üblich. Ich finde das sehr gut, dass man vorher abschätzt, was brauchen wir an Personal und auch, was Luxemburg hier gegenwärtig tut, das Personal systematisch zu befragen. Ne? Wie sieht es aus vor Ort? Was sind die Anforderungen? Was braucht ihr? Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Instrument, um einfach abzuschätzen, was man tun kann, um die Profession besser zu unterstützen. Das ist ein Instrument, was ziemlich einzigartig ist im internationalen Vergleich. Ich glaube wirklich, da ist Luxemburg weiter als andere Länder. Ne? Hier sehen wir noch einmal der dramatische Anstieg des Umfangs des nicht formalen Sektors in den letzten 10 Jahren. Wiederum, vor allem im privaten Bereich, macht deutlich, wie wichtig das ist, Arbeitskräfte, gute Arbeitskräfte zu finden, zu fördern, ne, die den Lehrplan halt auch fachgerecht dann umsetzen. Und in der Erstausbildung ist es wichtig, die tägliche Zusammenarbeit mit Erstausbildungseinrichtungen zu verstärken, um die Integration der nationalen Rahmenpläne dann auch zu verbessern. Hier sollte man vielleicht darüber nachdenken, spezifische Programme für die frühkindliche Bildung zu entwickeln, ne? Zum Beispiel auf der ISKET-Stufe 4 und 5, also das sind nachschulische Voruniversitätsbereiche, vielleicht auch noch auf den unteren Bereichen. Ne? In der beruflichen Weiterbildung ist auch wichtig, dass man sicherstellt, dass Schulungsbedürfnisse, die man halt sieht, wenn man die Befragung macht, dann auch berücksichtigt werden. Und auch die Mehrsprachigkeit hier, glaube ich, kann man nicht unterschätzen. Das ist nicht einzigartig in Luxemburg, aber ich glaube, da ist das Land wirklich auch in der Art, wie man Kurse anbietet, darauf angewiesen. Letztendlich wiederum zählen auch die Arbeitsbedingungen, um qualitativ hochwertige Arbeitskräfte zu gewinnen, zu halten, braucht man Arbeitsbedingungen, die dem Inhalt der Verantwortung dieser Tätigkeiten auch voll entsprechen. Ne? Gegenwärtig führen die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in Luxemburg zu einem ganz klar sichtbaren Qualitätsgefälle zwischen den Anbietern. Na, da muss man ehrlich sein, das ist sicherlich hängt das damit zusammen. Und eine Überprüfung der Finanzierungs- und Monitoring-Systeme zur Unterstützung, eine Angleichung vielleicht der Gehälter an die Qualifikationen und Aufgaben im gesamten Sektor könnte hier vielleicht helfen. Klar ist das schwierig, wenn der Bereich teilweise privatisiert ist, aber ich glaube, da Standards zu setzen, dass man irgendwo für die Kinder gleichwertige Chancen schafft in Bezug auf die Bildung, ist sicherlich langfristig notwendig. Na, auch der Dialog von Anbietern im häuslichen Bereich ist wichtig, um Strategien zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen in dem Bereich und auch die Qualität der Dienstleistung dort sicherzustellen. Wir untersuchen auch, wie das Qualitätssicherungssystem die frühkindliche Bildung vielleicht noch besser unterstützen kann. Die Breite der Anstrengungen beim Monitoring muss ja immer auch der Prozessqualität, also dem, was man an Prozessqualität erwartet, entsprechen. Wir sehen also beim Monitoring ist es immer leicht, so strukturelle Voraussetzungen zu untersuchen. Aber wenn es um die Prozessqualität geht, die Qualität von Interaktion zwischen Kindern und Personal, da wird das Monitoring dann anspruchsvoller. Ne? Und man kann sagen, im formalen Bereich der frühkindlichen Bildung in Luxemburg ist eigentlich die Bandbreite der Instrumente, die hier eingesetzt werden, gut, auch durchaus vergleichbar mit Spitzenländern. Aber wie gesagt, im nicht formalen Sektor sehen wir noch zu wenig Monitoring, wenn es um die Prozessqualität geht. Ne? Für den nicht formalen Bereich, da wurden, ich glaube, das war im letzten Jahr, neue Leitlinien für das Monitoring eingeführt. Ist nur nicht zu bewerten, wie weit das umgesetzt wird. Ne? Beobachtungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind aber auch dort noch nicht in den Monitoring-Prozess einbezogen. Man muss einfach sagen, bei Prozessqualität, das lässt sich meistens nur mit der direkten Beobachtung wirklich gut bewerten. Ne? Gespräche mit Leitern, mit Mitarbeitern, Interaktion von Kindern, da braucht man Protokolle und Verfahren, die dann auch systematisch umgesetzt werden. Ich glaube hier, Sie haben das angesprochen, die Bildung eines Teams regionaler Beauftragter für die Qualitätsverbesserung ist hier in Luxemburg gut fortgeschritten und ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr zukunftsweisender Ansatz. Für die Zukunft, ich habe das vorhin schon gesagt, wäre es vielleicht sinnvoll, ein Monitoring der Interaktion zwischen Personal und Kindern
nochmal systematisch umzusetzen in dem Bereich. Bei der Weiterentwicklung der Anstrengung zum Monitoring kann der nicht formale Sektor in Luxemburg auf bestehenden Stärken aufbauen, einschließlich der Tatsache, dass jede Einrichtung zweimal von einem Regionalauftragten besucht wird. Also das ist, glaube ich, umfangreich im internationalen Vergleich. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil das eben nicht nur um Monitoring geht, sondern auch um die Unterstützung. Ich glaube, die Regionalbeauftragten leisten hier gute Arbeit, wirklich auch Hinweise zu geben, was da vor Ort verbessert werden kann. Noch einmal, in unseren Augen wäre es vielleicht langfristig noch zielführender, wirklich einen risikobasierten Ansatz zu nutzen, dass man also die Einrichtung, die es am meisten braucht, noch besser unterstützt und noch besser in das Monitoring einbezieht. Und dann bei Einrichtungen, wo man sieht, das läuft ganz gut, kann man vielleicht dann auch etwas weniger tun. Also, dass man die Ressourcen hier mehr fokussiert, dort, wo die Risiken am größten sind. Und ich sage das deswegen, weil wir halt dieses Qualitätsgefälle noch sehen. Wenn das Qualitätsgefälle geringer wird, dann kann man wieder zu einem gleichförmigen Ansatz zurückkehren. Daten aus nationalen standardbasierten Testprogrammen in Luxemburg zeigen ganz klar, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen, wenn sie in die Schule kommen, geringere schulische Leistungen aufweisen als ihre besser gestellten Altersgenossen. Das kann man in Luxemburg nicht auf die Beteiligung zurückführen, weil alle Kinder ja irgendwo im Kindergarten sind. Da muss man wirklich sagen, das ist wahrscheinlich ein Spiegel der Qualitätsunterschiede zwischen den Einrichtungen. Natürlich spielt auch das häusliche Umfeld da eine Rolle. Wir sehen auch ganz klar, die Herkunftssprache der Kinder spielt weiterhin eine große Rolle. Kinder, die zu Hause Luxemburgisch oder Deutsch sprechen, schneiden bei diesen Tests deutlich ab. Das habe ich hier nicht auf der Grafik mit, aber das haben wir in dem Bericht. Und wie gesagt, diese Unterschiede bestehen weiter trotz der zweijährigen obligatorischen Vorschulerziehung. Also da muss man vielleicht an der Qualität noch weiter arbeiten. Die Vielfalt der Familien und Kinder, die an der frühkindlichen Bildung teilnehmen, ist in Luxemburg natürlich auch immens groß. Das muss man sagen, im internationalen Vergleich finden Sie es selten. Das wird dazu auch eine Reihe von Daten gesammelt, also zu den Hintergründen. Vielleicht kann man diese Daten noch besser verknüpfen, vernetzen, um die Erfahrung von Kindern irgendwo sichtbarer zu machen und auch dann rückzuführen, dass sie auch zu Verbesserung von Qualität vor Ort führen. Nicht nur im Bildungsministerium, also auf abstrakter Ebene, sondern wirklich vor Ort. Ich weiß, dass die Förderung der Chancengerechtigkeit in Luxemburg absolute Priorität hat. Und deswegen ist es wichtig, dass Investitionen in die Qualitätsverbesserung, die eine größere Anzahl von Kindern aus benachteiligten Bereichen hat, eben auch absolute Priorität bekommt. Also dass man Ressourcen enger verknüpft mit den Herausforderungen. Da können formelbasierte Ansätze eine Möglichkeit sein, also dass die Ressourcen, die eine Einrichtung bekommt, irgendwo dann verknüpft ist mit dem Hintergrund der Kinder. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber ich glaube langfristig auch in einem Land, das sehr viel investiert, ist es wichtig, dass die Ressourcen wirklich, dass die Herausforderungen widerspiegeln, auch um das attraktiv zu machen für Fachkräfte, wirklich die Probleme anzunehmen. Das ist ja auch ein wichtiger Ansatz. So, was kann man tun, um Qualitätssicherungssysteme im nicht formalen Bereich noch weiter zu verbessern? Zunächst zur Steuerung. Da zählt die Stärkung der Kommunikationskanäle zwischen den verschiedenen Monitorenbereichen, dass man diese Informationen noch besser vernetzt. Zweitens die Einbindung von Personal, Eltern und Kindern in Monitoring, Besuche, auch der Kinder, dass man da wirklich schaut, was kommt da an. Eltern im Grunde nicht nur als Kunden sieht, sondern auch als Beteiligte. Da kann man wirklich ganz wichtige Erkenntnisse zur Prozessqualität gewinnen, vertiefen und letztendlich dann umsetzen und nutzen. Empfehlenswert sind auch noch Fortbildungen für Regionalbeauftragte, um wirklich auch von der Strukturqualität wirklich noch tiefer in die Prozessqualität einzusteigen. Letztendlich ist natürlich immer ein Qualitätsmonitoring kann nur so gut sein wie die Nutzung der Ergebnisse und das ist überall immer noch eine Herausforderung. Und die Einrichtungen müssen wirklich dafür sorgen, dass die Ergebnisse auf breiter Basis auch an das Personal vermittelt werden. Auch an die Einrichtungen, die das Personal ausbilden, sollte man auch nicht vernachlässigen. Man muss sich auch überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, wenn ein Anbieter erwartete Qualitäts
Niveaus dauerhaft nicht erreicht. Also allein auf einen marktbasierten Ansatz zu setzen, dass irgendwo schwächere Anbieter irgendwie von selbst verschwinden, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der frühkindlichen Bildung am wenigsten. Also da muss man schon dafür sorgen, dass da dass Eltern sich wirklich auf ein gutes Niveau der Bildungsqualität verlassen können. Und schließlich zählen Daten, das werden in Luxemburg ja schon eine ganze Menge an Daten gesammelt. Vielleicht kann man die noch besser austauschen, besser verknüpfen, um wirklich Qualität sichtbarer zu machen für alle Beteiligten. Es sollte vielleicht auch noch in Erwägung gezogen werden, der zentral organisierten und systematischen Sammlung von Daten Priorität einzuräumen, dass man auch da die Merkmale von Kindern und der Familien irgendwo noch abbildet. Das ist haben wir zumindest so noch nicht gesehen, dass man da wirklich irgendwo Möglichkeiten hat, die Herausforderungen, vor denen die Einrichtungen stehen, irgendwo sichtbarer zu machen. So, der Rahmenlehrplan, damit komme ich zum Abschluss, für die nicht formale Bildung setzt sehr hohe Erwartungen an die nicht formale frühkindliche Bildung in Luxemburg, und das ist auch sehr gut und sehr wichtig. Sehr eine Angleichung an den Lehrplan für die formale Bildung schafft jetzt auch irgendwo die Voraussetzung für die wirksame Integration der beiden Sektoren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man aus der Sicht der Eltern wirklich das als integratives System sieht, das halt nur von verschiedenen Anbietern unterstützt betrieben wird. Denn in der Praxis bleibt die Koordination zwischen den Sektoren immer noch eine große Herausforderung. Der Aufbau von Mechanismen zur Unterstützung von einer stärkeren Koordination innerhalb des Ministeriums, vielleicht auch zwischen den Abteilungen, die für den formalen und nicht formalen Sektor zuständig sind, kann vielleicht dazu beitragen, wirklich diese Integration, die es also in den Instrumenten gibt, in der Realität dann auch zu verbessern. Noch einmal, der nicht formale frühkindliche Bereich wächst besonders stark, besonders im privaten Sektor. Und das heißt eben, dass mehr Familien Zugang zu Bildung haben. Das ist ja auch sehr gut. Aber die laufenden und geplanten Formen sind deswegen umso wichtiger, dass man da wirklich hochwertige Arbeitskräfte für den Sektor gewinnt und sicherstellt, dass auch die Arbeitsbedingungen dort integriert sind. Noch einmal, Luxemburg hat sich mit seinen Reformen, und das ist wirklich, ich möchte es noch einmal betonen, an die Spitze gestellt im internationalen Vergleich. Also die Wertschätzung des Bereichs, der Einsatz dort, die Integration der Bildungsanbieter. Man kann wirklich sagen, der frühkindliche Bereich wird hier zum integralen Bestandteil des Bildungssystems mit laufenden Rahmenplänen. Noch einmal, ich glaube, das ist auch die Zukunft. Und man kann eigentlich abschließend sagen, die Kindertagesstätten von heute sind die Wirtschaft und Gesellschaft von morgen in Luxemburg. Also diese Anstrengungen werden sich auf jeden Fall lohnen. Ganz herzlichen Dank. Ja, sehr herzlichen Dank an Andreas Schleicher für die Präsentation dieses Berichts. Ich bin dankbar dafür, dass du es dir auch eine Ambition und eine Woche sehr vorhin unterstrichen an dem Rapport, den wir gemacht haben, gerade im Bereich von der frühkindlichen Förderung. Und aber auch dankbar für die Pisten, die wir vorgezeichnet haben, für weiterhin den ganzen Sektor können zu entwickeln in Richtung von einer mehr großer Qualität in Richtung von denen Zielen, die wir uns versprechen, nämlich Chancengerechtigkeit für alle kann, Verbildungschancen für alle kann. Dann die dritten Pisten werden wir kreisieren, einzelner sind wir auch am Gange schon zu kreisieren. Wir werden, wir müssen das Finanzierungsmodell noch einmal überdenken. Wir hatten schon im Regierungsprogramm auch angelöst, dass wir das System vom Checkservice werden adaptieren. Wir sind mit den unterschiedlichen Trägern auch an Diskussionen. Wir werden auch gucken, sicherzustellen, dass die große finanzielle Unterstützung von der Seite vom Staat auch finalement wirklich an einer qualitativen Leistung für Kinder und für Familien unkönnt. Das also ist ein Hauptobjektiv, wenn es um die dritte Reform geht. Den größten Schand, den sicherlich Andreas Schleicher hat genannt, den als nicht nehmen, was den Bildungsbereich oder die frühkindliche Bildung anbelangt, zu Lützeburg eine Herausforderung, mit das generell für das ganze Land eine Herausforderung, dass den Personalbedarf und Personalentwicklung kompetent, hochqualifiziert Personal können zu rekrutieren. Normal gerade am Bereich von der frühkindlichen Freiförderung, wo man wissen, wie wichtig sprachliche Kompetenzen auch von den einzelnen Agenten, den Edukatrissen, den Edukatoren sind, erstellt er eine besondere Herausforderung. Also, hier muss man sicherlich noch einmal auf den Weg gehen, für die Berufsprofile, die Ausbildungsprofile ganz klar
zu determinieren, zu dokumentieren, noch fest zu schreiben. Man muss aber sicherlich auch auf den Weg gehen, für eine Möglichkeit zu gehen, mehr junge Leute auszubilden, für an die dritten Bereiche zu gehen. Wir haben den ersten wichtigen Schritt gemacht, das ist mit der generalisierten, verschiedenen zugänglichen Weiterbildung, die auf dem Staat finanziert ist, für das alle Agenten, ob in einer konventionierten Kreise, ob in einer privaten Kreise, wo immer das denn, dass er schafft, dass er dort so Zugang hat zu einer finanzierten, guten Weiterbildung. Wir sind uns wirklich bewusst, dass wir mehr Erfahrungen müssen machen an der Initialausbildung. Und dafür werden wir auch die Einzelakteuren an den nächsten Mai nach vierem Sommer auch an der Season für Personalentwicklung vom ganzen nonformalen Bildungsbereich invitieren. Weitere Punkte, die nach vier gestracht gehen, also das Gouvernance eigentlich von der Qualitätssicherung, wo wir ein Modell en Platz gesetzt haben, den sicherlich auch hier, wenn ich den Rapport lesen, konfirmiert gehofft, dass das richtig ist. Wir haben den Bildungsrahmenplan, wir kontrollieren das auch. Wir haben all die Akteure, die Träger mit auf den Weg geholt, für das zu machen. Wir begleiten das auch durch Formationserfahrungen auf der anderen Seite. Wir holen aber auch hier die Rekommendationen ganz erst, wenn es geht, ganz klar zu machen, was die Aufgaben sind von den sogenannten Agents Regionalen, die dann im direkten Kontakt auch mit den Akteuren im Terrain sind, respektive von dem zuständigen Service am Ministerium, für da ganz klar zu dokumentieren, noch wen für wer zuständig ist. Auch den Hinweis, dass die gerade die Agents Regionalen, wenn sie auf den Terrain gehen, auch wirklich die all die gelegte Bildungserbe sollen dokumentieren, sollen da über die Schüler gucken. Auch das ist sicherlich ein Aussatz, der richtig ist. Auch da das Feedback von den Eltern mit an zu holen. Auch das ist ein wichtiger Schritt an einer weiteren Entwicklung. Und auf der anderen Seite ein Service ministeriell, den dafür Agreement zuständig ist, für sie zu gehen, aber auch vom Nicht-Anhalten von den Konditionen für sie zu entziehen, muss man weiter abstocken und mehr Effizienz an den Kontrollen auch assurieren. Ich denke, dass ein weiterer Hinweis, den in der Studie auch rausliest, für wirklich auch da mehr genau gucken zu gehen, wo ein Gefühl hat, dass er mehr genau muss gucken gehen, dass auch das kann eine interessante Piste sein für all unsere Ressourcen, die wir haben, die immer limitiert sind, auch wirklich durch die größtmöglichen Erfahrungen zu haben. Ich bin, wie gesagt, dankbar für die vielen Hinweise, die wir hier gesehen haben, die vielen Pisten, die hier abgeworfen haben. Sie überschneiden sich zum Teil mit einer Reihe von Initiativen, die wir am Gange sind, auch aufzuschaffen, die zum Teil am Regierungsprogramm auch stungen. Aber natürlich auch neue Überlegungen, die werden mit anfließen. Dafür haben wir ja auch den Rapport hier gefragt. Wir haben nicht gefragt, für konfirmiert zu kriegen, dass das gut ist und dass wir nichts so zu machen. Wir haben gefragt, für noch einmal einen Blick von außen zu kriegen und auch noch einmal als wirklich zu wissen, dass wo man an welcher Richtung da wirklich den Bereich von der freikantlichen Förderung können weiterentwickeln.